Landesliga-Derby im Stadion Große Wiese in Hüsten. Über 1200 Leute waren gekommen, um dieses Spiel im Abstiegskampf der Landesliga 2 zu sehen. Vor dem Spiel hatte der heimische SV Hüsten 09 5 Punkte vor den Neheimer Nachbarn. Perfekte Rahmenbedingungen für dieses Derby. Nur der Wettergott hatte kein Einsehen, aber den 1200 Zuschauern unter dem Stadiondach war es egal. Die Gäste aus Neheim nach der Platzwahl zunächst von rechts nach links. In der ersten Halbzeit war es vor allem ein ruhiges Spiel, so viel kann man schon mal verraten. Die erste kleinere Prüfung musste Hüstens Torwart Sascha Zilder nach ungefähr 10 Minuten von Neheims Matthias Kauke überstehen. Anschließend hatte auch der SV Hüsten die erste Chance. Das ist Giovanni Canata, der auf Lilly Kurz zum ersten und zum zweiten drüber. Torchancen waren in der ersten Halbzeit auf beiden Seiten allerdings mangelware. Das lag auch vor allen Dingen an den vielen Fehlern im Aufbau. Hier der SC Neheim mit einem Ballverlust und der SV Hüsten 09 schafft es mal schnell zu kontern. Wieder geht es über links über Giovanni Canata, der flankt auf Georg Voss, doch der kriegt den Ball nicht richtig gedrückt und der Torhüter kann den Ball locker abfangen. Insgesamt ein fair geführtes Spiel, hier mal ein Foul von Steffen Hoffmann in der 45. Minute im Abstiegskampf gab es die erste gelbe Karte des Spiels. Dann war schon Pause in Hüsten, wir springen direkt in die Halbzeit 2, die deutlich besser wurde. Die erste Halbchance hatte der SC Neheim über Matthias Kauke, der spielt den Ball zu Akim Seber und der versucht ihn mit der Hacke im Strafraum den Ball weiterzuleiten, doch das gelingt ihm nicht. Dann geht es mal schnell beim SV Hüsten Georg Voss auf Steffen Hoffmann, der Ball im Netz, aber Hoffmann im Abseits. Doch auf die nächste Chance sollten die Hüstener Fans nicht lange warten. Chedi Melki mit der Kopfballverlängerung auf Georg Voss und der trifft zum 1:0 für den SV Hüsten 09. Es war wohl knapp kein Abseits, der Linienrichter steht deutlich besser als unsere Kamera und Georg Voss vom Tor eiskalt. Bereits sein 25. Saisontreffer, damit ist er Spitzenreiter in der Landesliga. Das 1:0 in der 60. Minute hatte Hüsten Sicherheit verliehen. Wir springen in die 70. Minute und das ist Dillmann, der auf Voss spielt und er trifft erneut. 2:0 für Hüsten. Georg Voss, dritte Torchance, zweites Tor, 2:0 für Hüsten. Der SC Neheim wieder mit dem Ballverlust in der eigenen Hälfte und Dillmann mit einem herausragenden Pass für den Torjäger. Der SC Neheim nicht wirklich deutlich schlechter als SV Hüsten, doch sie erspielten sich kaum Torchancen. Wenn etwas ging, dann ging es über Matthias Kauke. Doch wirklich gefährlich wurde es zunächst nicht. Statt des ersehnten Anschlusstreffers ging es wieder in die andere Richtung und diesmal wieder ein schneller Konter des SV Hüsten 09. Er gelangt erneut zu Georg Voss und diese eiskalte Stärke hatte er ja schon zweimal im 1 gegen 1 mit dem Torwart gezeigt. 3:0 für Hüsten, diese Messe war gelesen. Georg Voss mit dem eiskalten Hattrick, 60. Minute, 70. Minute und jetzt in der 84. Minute mit dem 3:0. Das 27. Saisontor. Mit diesem Sieg würde der SV Hüsten 09 den Vorsprung auf den SC Neheim auf 8 Punkte anwachsen lassen. Der fast sichere Klassenerhalt. Die Hüstener Fans konnten schon feiern, aber da klingelte es trotzdem nochmal im Tor der Hüstener. Neheims Akim Seber verwandelte einen der wenigen Neheimer Torschütze zum 3:1. Es
war die 88. Spielminute. Hier passierte nichts mehr. Nach dem 3:1 wurde der Mann des Tages ausgewechselt. Georg Voss erhielt Standing Ovations von den Hüstener Fans. Kurz darauf pfiff Schiedsrichter Dennis Manier die Partie ab. Hüsten gewinnt mit 3:1 gegen den SCNR.